Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Dynasty. Guten Morgen, mein wunderschönes Dorf. Und tschüss, du wunderschönes Dorf. Ich gehe jetzt auf Wanderschaft. Vielleicht finden wir zwischendurch auch einen Bären. Ich rüste schon mal den Speer aus. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir laufen einfach geradeaus, ne? Wir laufen jetzt erstmal geradeaus. Ist mir schon mal geradeaus gelaufen? Ja, ja, hier ist aber auch wieder... Ach, die Ecke da hinten. War das... Ja, da an dem Fluss. Ich glaube, das war die Ecke, wo ich als mit den... mit den Wiesen zum Clinch war und als sagte, könnt ihr jetzt mal weggehen? Ich muss hier durch. Bin mal gespannt, wie oft wir jetzt hier wieder auf Banditen stoßen. Die sind jetzt irgendwie auch einfach überall zu Nervensägen. Vorne mit dem Wasserfall so schön einfach. Ein Fuchs. Bei der Gelegenheit kann man auch mal gucken. Jetzt schönes großes Tonvorkommen. Ist auch alles Ton hier, ne? Jetzt hier kann ich, kann man richtig Ton abgraben. Yeah. Hier ist alles voll mit Ton. Wahnsinn. Aber gut, mein Grabungsschuppen funktioniert ja an sich. Ah, ich bin hier. Bin bei den Wiesens angekommen. Hier macht crazy Geräusche. Mal gucken, ob dieser Berg hier was kann. War auch nicht. Ah, hier ist wieder der Fluss, genau. Also hier hatten wir auch schon mal die Diskussion mit den Wiesens. Die haben uns auch schon mal unterhalten beim letzten Mal. Und waren uns einig, dass wir uns gegenseitig lieber aus dem Weg gehen wollen. Genau. Berggebiet entdeckt, Wolf. Gerade außen rechts. Da rechts von mir, da drüben. Ja, der Weg geht auch hier drüben lang. Gibt es eigentlich Bärengebiete? Ja, gibt's auch. Gibt's normalerweise auch. Ich muss halt einen Bären erlegen. Das wird eine Herausforderung, glaube ich.
Yep. Das da wir. Ach, Nicker. Stern oder was? Da oben das Gebirge und dann darüber, ja. Ja, es ist halt schon. Aber ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt. Eine so schöne Gegend hier einfach. Ich liebe ja alles daran. Diesen Bach, der sich da unten durch diese felsige Schlucht schlängelt und so. Und das ist schon. Ach, das ist schon schön. Das ist schon schön. Das ist schon sehr schön. Das wäre hier eigentlich die perfekte Gegend. Eigentlich für Bären. Eigentlich wäre das hier die perfekte Bärengegend. Hier mit dem Flüsschen und so. Aber was gibt's hier stattdessen? Wiesens. Schon wieder. Dachse, Kaninchen. Jagdgebiet Hirsch. Jetzt haben wir hier den See. Jagdgebiet Krähe. Rotauge. Waren wir hier? War das die Stelle, wo wir mitten in der Nacht waren? Ich glaube, weil ich war ja auch mal mitten in der Nacht an irgendeinem See dann. Weiß nicht, ob das hier war. Der muss hier eigentlich fast gewesen sein, oder was der See? Weiß ich nicht. Aber dieses Panorama, Entschuldigung, das ist ja mal großartig. Das ist ja mal übelst schön einfach. Ich sage ja immer wieder, ich verstehe Menschen nicht, die zum Urlaub immer ans Meer fahren, wobei ich euch euer Meer um Gottes Willen nicht madig machen möchte. Aber Bär gefunden, okay. Wunderbar. Ich hab ja auch irgendwie nach Bär gesucht, ne? Ach du Scheiße! Okay, Bär ist heftig. Bär ist echt heftig, dem kannst du auch nicht so richtig ausweichen. Ach je. Eins ist es mal so lustig, dass er 21. Hier war es Autosave 2139, Autosave 2144. So. 2120. Ja, es ist. Warum hat er hier direkt wieder ein Autosave hinterher geschoben? Aber dann wieder 10 Minuten lang nicht. Okay, Bär ist heftig. Bär macht dich halt echt platt. Aber wir wissen jetzt, dass es da oben welche gibt.
Und natürlich nur überlegen, wie wir das besser lösen können. Ach jo, ernsthaft? Das liebe ich ja wieder, dass er die echt, jetzt echt über die komplette Strecke wieder. War doch beim letzten Mal auch so, dass dann. Also diese Autosaves sind irgendwie sehr random. Die sind irgendwie nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern irgendwie passieren die nach irgendeiner bestimmten Handlung oder so. Ich habe keine Ahnung, weil jetzt. Jetzt die komplette Strecke einfach wieder. Dass er die komplette Strecke nicht einmal gespeichert hatte jetzt. Ja gut, ist klar, ja. Das war jetzt tatsächlich direkt zum 10 Minuten. Das war da, ja, Folgenbeginn. Also das Problem mit den Bären kennen wir jetzt. Also beziehungsweise, dass das mit den Bären überhaupt ein Problem ist, wissen wir jetzt. Ja. Ich wollte es halt jetzt auch einfach mal ausgetestet haben, weil ich mir dachte, okay. Wir müssen ja noch einen erlegen. Aber das ist halt schon heavy. Ja, Jagdgebiet Wolf. Das war jetzt nicht so schlau. Oh, vor allem, wenn da zwei kommen. Ja, Sichi! Er ist halt völlig aus der Puste vom Zielen. Und meine Speere sind alle weg. Na, einer ist hier. Ist der Kuba-Speer nicht mehr ausgerüstet? Ah ja, ich kann mich ja nochmal umbringen, hä? Wo sind sie denn jetzt hin?
Ich weiß halt auch nicht, wie viel es sind, ne? Ich habe jetzt zwei gesehen. Da ist einer. So, einen haben wir erwischt. Na gut, der zweite hat sich verkrochen. Warum machen wir das? Ganz einfach, wir müssen lernen, uns gegen diese Tiere zu wehren. Ist wichtig. Wir müssen in der Wildnis zurechtkommen. Das ist ein geiles. Das ist ja auch schick. Krass, wie ist das Wasser hier durch eine Höhle durch? Oh, wie schön. Das ist ja toll. Ach, ich finde das alles hier so toll. Elk. Ja, Gebiet Wiesent. Alter, vorne.
Wolf. Ja, genau vor uns. Oh, das war nicht gesund. Ja, das ist auch nicht gesund. Wieso treffe ich denn nicht? Scheiße, jetzt bin ich so gut wie tot. Weil ich zweimal vorbeigeworfen habe, ich Depp. Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Ja, das war doch klar. Oh, wieso habe ich denn zweimal vorbeigeworfen? Ja, das ist natürlich immer noch der gleiche Autosave wie vorher. So, damit ist das eine richtig erfolglose Folge und das demotiviert mich natürlich auch massiv jetzt, was diese blöde Honecker-Mission betrifft. Gut, jetzt haben wir auch keine Zeit mehr, jetzt ist diese Mission erstmal wieder auf Eis gelegt. Das war jetzt ein bisschen Jagdüben und das war jetzt natürlich auch alles ein bisschen sinnlos, weil natürlich auch alles, was wir jetzt an Jagd, das war jetzt, ja, hilft halt keinen Meter weiter, weil jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, wo wir eben schon mal waren, wo wir vor 20 Minuten schon waren. Und alles, was wir jetzt eben, was wir in den letzten 20 Minuten gemacht haben, hat damit nicht stattgefunden. Ja. Ey, das war aber bei diesem Scheiß wie eben auch, wie schlecht habe ich denn geworfen? Das gibt's doch nicht. Beide Male komplett daneben. Richtig unnötig. I just don't like conversations about the weather, crops, animals. Ich guck gerade mal in die Technologie noch mal rein, wie weit wir hier sind. Bautechnisch. Oh. Auf einem guten Weg Richtung Materiallager 2. Überleben. Jagdhütte 2 wäre da das nächste, aber gut, da haben wir jetzt gerade mal das. Landwirtschaft ist auf 480, der nächste ist 500, der das Gänsehaus kommt schon bald. Ihr Nett. Und so Nahrungsmittellager 2, Scheune 2, dann kommt hier der Pferdestall. Der Fersch. Hier beim Fersch schalten wir dann auch die Ziegen quasi, den Ziegenstall frei. Das heißt, bis dahin und danach kommt der Kuhstall. Das ist hier erst gibt's Milch. Das ist dann noch ewig, ewig weit weg. Sondern hier 141. Werkstatt 2, ja, Schmiede 2 in hier, also das dauert auch. Children, politics, work. So, natürlich ist jetzt wieder morgen jenen einen Tages. Natürlich haben wir jetzt immer noch, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Scheiße. Ich habe da ehrlich gesagt, das hat mich jetzt hier nervt. Das erste Mal so mit dem Bär, das war ja noch in Ordnung an sich, aber da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, glaube ich. Aber das hat mich jetzt schon genervt. Gut, wir haben noch ein bisschen Kompost zu machen beim nächsten Mal. Das können wir noch ein bisschen Dünger durchdödeln, Dünger dödeln. Ja, und diese Mission können wir uns auch das mit dem Bär jagen. Das ist, ich glaube, das
legen wir beides jetzt erstmal für eine ganze Weile auf Eis, bis wir da in dem Bereich irgendwie besser ausgestattet sind. Und es gibt ja jetzt auch, ich weiß auch nicht, wie das ist mit diesem Update mit Rüstung und Kram. Da ist man ja auch ein bisschen besser geschützt. Und dann wird das vielleicht eher alles mal relevant. So hat mir das jetzt gerade mal spontan überraschend wenig Spaß gemacht. Knampf! Ja, aber alles gut. Reg ich mich nicht drüber auf. Achso. Ah, da brauchen wir Bauntausend für. Na gut, das haben wir noch nicht. Okay, ich hock mich jetzt hier wieder hin. Und dann machen wir. Naja, finde ich gut. Dann machen wir in der nächsten Folge. Machen wir dann weiter. Mal gucken, was mir da einfällt. Was wir da jetzt machen. Das hier auf jeden Fall nicht mehr. Das nervt jetzt. Jetzt krieg ich genervt hier. Scheiße da. Tag versaut hier. Nee. Nein, hat's nicht. Nee. Dafür macht mir das Spiel im Gesamten viel zu viel Spaß. Aber in der Tat macht mir halt hier wirklich so auch dieses ganze Bauen und das landwirtschaftliche Spaß. Das, also dieser Combat-Teil, auch wenn irgendwelche Banditen kommen, so, das ist, ja, das nimmt man mit, muss ich aber gar nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Aber gut. Egal. Kehrt euch dazu, geh. So, ich sollte es leben. Auf dem Dorf. Wir sehen uns in der nächsten Folge übermorgen wieder. Dann geht's weiter. Bis dann, noch einen schönen Tag. Tschüss.